Hause. Bonsoir hier im Studio. Guten Abend. Ah, wie schön. Vielen Dank. Wow. Bonsoir. Guten Abend. Merci beaucoup. Bonjour, Madame. Sehr schön, dass Sie hier sind. Bonjour, Madame. Sehr schön, dass Sie hier sind. Sehr schön, dass Sie hier sind. Fantastisch. Fantastisches Publikum, auch zu Hause. Sie sind fantastisch. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Alphonse und Gäste. Ich möchte diese Folge beginnen mit einem kleinen Ratespiel. Ich werde Ihnen zwei Fotos zeigen. Zwei Fotos von zwei Staatsempfängern. Und ihr sollt einfach mal raten, welcher Staatsempfang hat in Frankreich und welcher in Deutschland stattgefunden hat. Seid ihr bereit? Ja? Bitteschön. Ja, es ist. Ja. Es ist relativ eindeutig, glaube ich. Alors auf der linken Seite Frankreich, großes Gala, 17 Gänge Menü. Und wenn ihr euch fragt, warum 17 Gänge, das ist, weil der Koch einen Gang vergessen hat. Hein? Auf der rechten Seite natürlich Deutschland, Fischbrötchen, das war's. Also ich weiß, liebe Deutsche, im Moment habt ihr Probleme. Ihr müsst sparen, es gibt dieses Haushaltsloch, ich weiß es. Und ihr sucht, wo können wir sparen? Also ich sag mal so, ich würde sagen, beim Staatsempfang, da könnt ihr nicht mehr sparen. Ihr seid schon ganz unten angekommen, am Limit, da gibt's nichts mehr zu holen. Dieses Foto ist schön, vielleicht können wir uns ein bisschen genauer angucken. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster hinauslehnen, aber ich würde sagen, Genuss sieht anders aus, oder? Und Macron, was er sich da sagt. Wahrscheinlich sagt er sich, Moment, der Olaf Scholz, der hat immer gesagt, oui, wir wollen im großen Stil Asylanten abschieben. Bah, das ist ganz einfach. Er braucht nur jedem Asylanten so ein Fischbrötchen geben, dann hauen die ab und zwar freiwillig. Ja. Interessant ist auch, dass die da nicht alleine waren, sondern die waren mit deren Ehefrauen. Und gleich, guckt bitte direkt auf Britta Ernst, also die Frau von Olaf Scholz. Man sieht, sie wird auf der rechten Seite sein, also ganz da auf der rechten Seite. Und ihr werdet sofort sehen, also das ist die einzige, man sieht sofort, sie hat das Fischbrötchen wirklich genossen. Bitte schön. Ja. Britta Ernst. Britta Ernst, sie guckt, wie sie heißt. Hein? Während Brigitte Macron schlau ist, sie hat schwarze Sonnenbrille an, mindestens muss sie sich das Elend nicht angucken. Ne? Während Macron, alors mit seinem, also das ist relativ eindeutig für mich, was er sich sagt da mit seiner Gäste, sobald der Fotograf weg ist, spuck ich es aus. Ne? Das ist jeder interessant, auch der Kanzler, hein? Guckt mal, also der Olaf Scholz, habt ihr gesehen, seine Hamsterbacke? Nach dem Motto, ich hab abgebissen, aber runterschlucken auf keinen Fall. Also, das ist und er guckt da in Richtung von seinem Stab und sagt, wessen Scheißidee war das? Ich wollte wissen, gab's Ärger, gab's Beschwerde und so? Non. Also das Kanzleramt hat gesagt, das war ein großer Erfolg, das war super. Ja, im Grunde genommen, das ist so. In Deutschland ist es sofort ein Erfolg, sobald niemandem den Magen ausgepumpt werden muss, dann ist es fantastisch. Also, voilà. Viel Spaß bei den weiteren Stadtempfängern. Ich freue mich, euch jetzt meinen Gast vorzustellen. Er ist Autor. Er war oft in dieser Sendung. Er schreibt brillante Geschichten, oft Kurzgeschichten. Und das ist ein bisschen absurd. Bei vielen Autoren würde man sich wünschen, dass sie sich kurz fassen würden. Ein bisschen kürzer sogar. Bei ihm, die Kurzgeschichten, die sind so gut, dass man sich wünscht, dass ich mich wünsche, sie wären länger, viel länger. Ich freue mich, dass er wieder hier ist. Hier ist der großartige Horst Evers. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Super. Ja, schön, dass ich kommen darf. Ja, sehr gerne. Das kommt wirklich vom Herzen. Deine Kurzgeschichten finde ich so schön. Guck mal, dein Publikum ist ja begeistert. Deine Bühne. Horst Evers. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr nett. Also gerade ja auch in dieser Zeit hier insgesamt, seien wir ehrlich, es ist schon eine relativ schwierige, auch fordernde Zeit insgesamt. Gerade jetzt, wo Alphonse hat es gerade auch schon gesagt, wieder gespart werden muss mit allem drum und dran. Wobei ich tatsächlich ein klein bisschen schön fand an dieser Situation. Mich hat es tatsächlich an die letzte große Diskussion erinnert, politische Diskussion, die wir überhaupt hatten, wo ich persönlich auch sagen würde, hey, die war mal was. Die hat mir gefallen. Die fand ich sehr, sehr schön. Das war diese Diskussion, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, das ist noch nicht lange her, das ging da um diese Übergewinne, die sogenannte Übergewinnsteuer, wo es da ja drum ging. Also es waren halt bestimmte Firmen, vor allen Dingen Energiefirmen, die aus der ganzen Situation mit Krieg und allem, hatten sie halt diese sogenannten Übergewinne gemacht, wo sie jetzt selbst auch gar nichts weiter groß für konnten. Also was ihnen halt so zugefallen ist, aus nix mehr oder weniger, einfach aus technischen Gründen. Größtenteils wirklich aus technischen Gründen, muss man sagen. Und wo dann viele ja gesagt haben, ey, komm, also zumindest diese Gewinne, die können wir jetzt vielleicht zum Teil doch irgendwie auch mal abschöpfen und irgendwo anderswo einsetzen, wo es im Moment dringend benötigt wird, wo auch alle sofort gesagt haben, oh ja, oh, echt, ey, das ist mal eine charmante Idee. Das könnte man wirklich mal machen, das wäre echt schön. Sogar die FDP hat es im Prinzip gesagt. Dann ja aber auch gleich wieder zu bedenken gegeben, es geht ja leider nicht. Ja, leider, oh, also so schön die Idee auch ist, aber man kann es ja leider nicht machen. Und zu ihrer großen Überraschung sind sie dann aber nochmal gefragt worden, warum? Und das hat sie ganz kurz aus dem Rhythmus gebracht. Ganz, ganz kurz waren sie auch irritiert und so, haben sich dann aber, wie ich fand, sehr schnell auch wieder gefangen. Also das habe ich auch sehr bewundert, weil sie haben sehr schnell dann eine, wie ich fand, spektakuläre Begründung auch gefunden, die ich persönlich sehr mochte, weil sie haben gesagt, ja, sie haben nochmal drüber nachgedacht und sie haben festgestellt, es geht im Wesentlichen nicht, weil es gibt das Wort gar nicht. Ja, Übergewinne. Also der Begriff existiert überhaupt nicht. Sie haben nachgeguckt, gibt's nicht. Also es ist völliges Konstrukt, völlig, und haben es dann fast philosophisch auch begründet, wo sie gesagt haben, es gibt Gewinne, klar, weiß jeder, auch mal mehr Gewinne, auch mal sehr viel mehr Gewinne, aber Übergewinne, nee. Also existiert so überhaupt gar nicht. Und eben, was nicht gibt, wie willst du das abschöpfen? Wo die anderen dann wiederum gesagt haben, oh stimmt, oh boah, gut, dass sie darauf hingewiesen haben, dass wir ihn jetzt fast durchgerutscht in ihrer Euphorie und haben dann ja auch verzweifelt überlegt, oh, was können wir dann stattdessen machen und sind ja ohne Quatsch, sind wirklich zu dem Schluss gekommen, naja, im Wesentlichen müssen wir es halt erstmal jetzt anders nennen. Ne? Und haben gesagt, gut, dann nennen wir es ab jetzt eben Zufallsgewinne. Und damit ging's. Also zum Teil tatsächlich, und das fand ich halt eine tolle Diskussion. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das war mal so konstruktiv. Das ging mal nach vorne. Also da gab's mal eine Lösung, das war auch, konntest du schön verfolgen. Rede, Gegenrede, sprachlich basiert. Und vor allen Dingen, es hat mir für mein Leben wirklich mal weitergeholfen. Doch ich konnte wirklich was rausziehen, weil ich habe dann über das Ganze noch mal in Ruhe nachgedacht und bin dann auch selbst zum Schluss gekommen, komm, Übergewicht, das gibt's gar nicht. Ja. Da ist ja auch völliger Quatsch, was soll das sein? Also völliges Konstrukt, völlig albern. Also wenn man im Moment drüber nachdenkt, es gibt Gewicht, klar, weiß jeder. Auch mal mehr Gewicht, auch mal sehr viel mehr Gewicht, aber Übergewicht, nee. Also ich persönlich finde es völliger Unsinn, völliger Blödsinn und ich gebe ohne weiteres zu, dass wir uns nicht missverstehen. Ich persönlich habe im Moment durchaus ein, das würde ich auch selber sagen, sehr unglückliches Zufallsgewicht. Und auch das kann ich guten Gewissens sagen, ich wäre sofort bereit, wenn irgendjemand davon abschöpfen würde. Ja, aber also wir können über alles reden. Also ich bin da sehr, sehr zugänglich und so. Und so gibt es hier und da dann schon auch immer mal so Momente, selbst in dieser Zeit, wo ich auch selber sagen würde, ah, das hat ein bisschen was. Und das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, so wie es auch wahnsinnig wichtig ist, natürlich in dieser Zeit dieser ganze Komplex Freundschaft. Und habe jetzt extra auch eine Geschichte mitgebracht, die eben auch zeigt, wie bedeutsam Freundschaft ist, gerade auch in den entscheidenden, also in den echten großen Punkten. Bin bei meinem Freund Marc zum Frühstück. Er erzählt, jetzt, wo es wieder kälter wird und alle übers Heizen reden und ja zum Energiesparen zum Teil, wo sogar auch in dicken Pullovern oder sogar Winterjacken in der eigenen kalten Wohnung sitzen, müsse er persönlich sehr oft an den warmen Schneeanorak seiner Kindheit denken. Ja, weil bei dem habe sich irgendwann mal ganz oben der Reißverschluss verhakt.
Und zwar gerade in dem Moment, als er in die damals natürlich völlig überhitzte Wohnung der Großeltern gekommen war. Ne? Wo er also an sich den Anorak ausziehen wollte, was dann aber wegen des verhakten Reißverschlusses einfach nicht mehr ging. Einfach, ne? Weshalb er in Bruchteilen von Sekunden aus der Kälte kommt, schockerhitzt wurde. Klar, ja, jeder kennt's, ne? Also, weil er einfach nicht aus diesem vermaledeiten Anorak rausgekommen ist, ne? Und schließlich in Schweiß und dann auch in Panik ausgebrochen wurde, ne? Weil mir auch niemand mehr helfen konnte oder wollte, ne? Also, so dass die Großeltern sich irgendwann auch keine andere Möglichkeit mehr wussten, als das laut und verzweifelt brüllende Kind erstmal auf den Balkon zu stellen, ne? Klar, zum Abkühlen, dass überhaupt erstmal wieder Ruhe ins Kind reinkommt, irgendwie. Was ja auch einigermaßen funktioniert hat. Also irgendwann sogar der Reißverschluss ging wie von Zauberhand ganz von alleine praktisch wieder auf. Dennoch aber war Marc damals kurze Zeit, also in der Zeit des Aufheizens, wohl absolut überzeugt gewesen, er würde jetzt in diesem Schneeanorak einfach so platzen. Also direkt explodieren, vor Hitze. Und aufgrund dieser seiner, wie er es nennt, Nahplatzerfahrung, ja, ist, glaube ich, der klinische Fachbegriff. Also Nahplatzerfahrung, das kommt jetzt auch immer mehr, dass Menschen von ihren Nahplatzerfahrungen berichten. Und so, also viele kennen das vom Essen her. Also da ist es ganz, ganz häufig, dass du das hast, aber jetzt in seinem Falle halt aus der Kindheit. Also aufgrund dieser Nahplatzerfahrung habe er bis heute immer ein ungutes Gefühl, eine Jacke zuzumachen. Ja. Er macht das nicht gern, die Jacke zu, er fühlt sich einfach unwohl dabei, weil er auch immer denkt, oh, was passiert, wenn ich dann ins Warme komme und dann wird es irgendwie heiß und oh, also er macht die Jacke nicht gerne zu, natürlich, wodurch er im Winter natürlich häufig erkältet ist, klar, weil er ständig mit offener Jacke rumrennt, na, an Tagen, wo sein Trauma besonders quält, sogar im offenen Hemd, wenn nicht sogar mit offener, aber das führt zu weit. Also, Frage Marc, warum bitte er mir diese Geschichte erzählt? Er meint, damit ich sie ihm erzählen kann, wenn er sie irgendwann vergessen haben sollte. Und sich selbst womöglich fragt, warum er eigentlich ständig im Winter mit offener Jacke rumrennt. Ich wink das durch, weil im Prinzip verstehe ich ja sehr gut, was in ihm vorgeht, um Gottes Willen. Schließlich haben wir beide mittlerweile so ein Alter erreicht, wo dieser ganze Komplex Vergesslichkeit schon auch immer mehr ein Thema wird. Klar, also zumindest, wenn man mal dran denkt, logisch. Na, also, weil das weiß auch jeder, das größte Problem bei Vergesslichkeit, das ist bekannt, ist, dass du natürlich auch vergisst, was du vergessen hast. Ja, und dann wird's kompliziert. Also wenn du auch überlegst, was war das, was ich nicht mehr weiß. Na, andererseits, und das muss man auch sagen, haben aber Neuroforscher und Forscherinnen, und das wirklich war, schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass es Vergesslichkeit im eigentlichen Sinne überhaupt gar nicht gibt. Nein, also genau genommen. Also tatsächlich vergessen wir wohl an sich unser ganzes Leben lang, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, praktisch überhaupt gar nichts. Alles ist an sich immer noch abgespeichert, im Gehirn. Ne? Das, was sich im Alter verändert, ist eben, wir haben immer weniger Kontrolle darüber. Wann wir uns an welchen Teil unseres Wissens erinnern. Also das Gehirn entscheidet quasi immer eigenmächtiger, welche Erinnerung bei uns gerade abgespielt wird. Ein bisschen so, als lief es im Zufallsmodus, auf Shuffle-Taste. Ja, was auch tatsächlich der Grund dafür ist, weshalb man manchmal Liedtexte von längst vergessenen Schlagern aus dem letzten Jahrhundert komplett mitsingen kann, aber andererseits wirklich nicht mehr sagen kann, ob man gerade eben vor dem Starten der Waschmaschine da Pulver reingetan hat. Ja, klar. Also, und während man verzweifelt genau darüber nachgrübelt, über die Waschmaschine und so, das Gehirn aber nichts Besseres zu tun hat, als die ganze Zeit zu singen, Simfester Wein können uns nicht gefährlich sein. Ja, und statt, dass sich das Gehirn dann dafür schämt, ja, was es ja gut tun könnte, weil dem Gehirn an sich auch klar sein müsste, das ist nicht die Information, die ihm gerade weiterhilft. Nee, nee, also da bin ich jetzt nicht gerade sehr dienlich und so. Nein, stattdessen ist das Gehirn total stolz drauf und sagt, wow, du glaubst gar nicht, was wir noch alles vom Text können. Ui, das ist der Hammer, das ist das ganze, der ganze Text ist noch da. Guck mal, wir können immer weiter singen, das glaubst du nicht. Hier, hör dir das an. Wir machen durch, komm Freunde, seid bereit. Wie schön. Und das finde ich nicht schön.
Also diese Vorstellung, dass mir mein Gehirn im Alter permanent diese ganzen Schlager vorsingen wird. Also ich möchte das nicht. Also das war nicht meine, also das war, und ich kenne total viele Schlager. Das merke ich erst jetzt, wie viele, und immer den ganzen Text, alles mit dabei. Ich finde das nicht schön. Also beim Besten, und da rechnet man ja auch nicht mit. Das sagt einem ja keiner vorher. Also wo man immer dachte, kannst du ruhig mal so einen Schlager mitsingen, ne? Was soll schon sein? Ist ja nicht weiter schlimm, ne? Kannst du ruhig mal machen, ne? Also ist ja auch schön, da bist du mal gesellig, ne? Ist mal hübsch und so, kannst du ruhig den ganzen Text, ist ja wunderbar. Was soll schon passieren? Das kann passieren. Genau das. Ne? Dass dir das Gehirn im Alter alles das wieder vorsingt. Bam, in Situationen, wo du es nicht brauchen kannst. Ne? Wobei, wann kannst du das schon mal brauchen? Also um Gottes Willen, also in Situationen, wo du gerade verzweifelt überlegst, irgendetwas Großes, Hochkomplexes und diesen schönen Moment hast, wo du kurz vorm Durchbruch bist und denkst, ja, jetzt gleich will ich es haben. Und unmittelbar, kurz bevor du da bist, das Gehirn nichts Besseres zu tun hat als Musikanten herbei. Ich möchte das nicht. Vielen Dank, Horst Evers. Und jetzt möchte ich euch meine Gästin vorstellen. Sie war noch nie hier, ja? Und warum, weiß ich nicht, weil eigentlich ist sie fantastisch. Sie macht Kabarett, sie macht Improvisationstheater, sie ist auch Schauspielerin, ja? Sie hat schon verschiedene Kabarettpreise bekommen und gewonnen, ja? Macht bitte einen großen Applaus, auch bei Ihnen zu Hause. Probiert mal richtig zu applaudieren, das kommt an bei Künstlerinnen und Künstlern. Ein Riesenapplaus für Christel Sittenauer. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Danke schön. Ich freue mich auch. Guck mal, ein tolles Publikum, eine tolle Bühne. Bitte schön, Christel Sittenauer. Danke schön. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich darf mich ganz kurz bei euch vorstellen. Mein Name ist Christel Sittenauer. Ich bin in einem kleinen Dorf in Oberbayern aufgewachsen, wohne seit knapp 20 Jahren in München, bin verheiratet, habe ein Kind, habe Mathe, Kunst, Pädagogik und Architektur studiert, alles abgeschlossen und arbeite an der Technischen Universität, an der School of Engineering and Design, am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen als wissenschaftliche Assistentin und Dozentin für Bauphysik, und ich bin eine Frau. Vielen Dank. Das ist schön, ich schaue am Anfang immer so ein bisschen bei meiner Vorstellung, worauf die meisten Leute reagieren. Je nachdem, darüber mache ich dann meine heutige Nummern. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es am meisten bei Frau reagiert. Ihr habt Nummern über Frauen und Gleichberechtigung gewonnen. Mich freut es ja. Ich war mir nicht ganz sicher, als ich heute in Saarbrücken ankam, was mich für ein Publikum erwartet, weil am Bahnhof ist mir erstmal was Komisches passiert. Ich fahre immer gern vom Bahnhof quasi zur Veranstaltungsstätte mit einem Fahrrad, und das miete ich mir dann in dem jeweiligen Ort oder Stadt über so eine Fahrrad-Miet-App. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist toll. Da sucht man sich ein Fahrrad in seiner Nähe aus, reserviert das, geht hin, fährt los, kann es irgendwo wieder abstellen, fertig. War auch am Bahnhof in Saarbrücken, habe mir ein Fahrrad reserviert, gehe gerade los, kommt eine Nachricht: Achtung! Bei dem von Ihnen gemieteten Fahrrad handelt es sich um ein Herrenfahrrad. Spannend, dachte ich mir. Was kann das wohl bedeuten? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sagt mir die App, die warnt mich vor dem Fahrrad. Vielleicht ist es so ein Fahrrad, das, wenn ich rechts fahren will, fährt's links, weil es einen Weg besser weiß. Also quasi Bikesplaining. War natürlich nicht. Wahrscheinlich wisst ihr längst, was ein Herrenfahrrad ist. Ich wusste es dann auch, als ich davor stand. Herrenfahrräder haben ja im Gegensatz zu Damenfahrrädern hier diese Stange. So ein bisschen frage ich mich ja schon, warum eigentlich? Ist es wegen des Nervenkitzels? Dass ich mir denke, wenn ich mit 30 km/h den Berg runterfahre und einmal kurz nicht aufpasse, dann haut's mich mit dem Schritt mit voller Wucht auf die Eisenstange. Und wenn ich das überlebe, dann kann ich sagen, ich habe Eier aus Stahl. Ist tatsächlich leider nicht der Grund. Es gibt einen Grund für die Eisenstange. Ich habe es dann gegoogelt. Und es ist so, die Eisenstange gibt dem Fahrrad dadurch, dass es das Dreieck vervollständigt,
Stabilität. Aha. Brauchen Frauen keine Stabilität? Heißt es also, dass Männer wesentlich instabiler sind als Frauen? Auch das habe ich gegoogelt, das ist ja toll, man kann ja alles googeln. Und es ist tatsächlich so, Frauen sind im Hüftbeckenbereich wesentlich stabiler ausgeprägt als Männer. Das heißt also, als Frau habe ich bereits eine angeborene Fahrradstange mit dabei. Wahnsinn, oder? Oh. Ich meine, das nenne ich halt mal ressourcenschonend, ja? Und ich meine, gut, man hätte es auch an einem anderen Merkmal merken können, dass es kein Damenfahrrad ist. Es war nirgends eine Ablage für eine Handtasche. Weißt du, kennt ihr den Spruch, die Handtasche einer Frau ist wie der Magen einer Sau? Und jetzt mal ganz ehrlich, auf wen trifft das zu? Also ich sag's ganz ehrlich, in meiner Handtasche herrscht so ein Chaos. Da wenn ich manchmal etwas suche, ich komme mir vor, als würde ich in den Marianengraben hinabtauchen. Und habe immer Angst, dass mich was zwickt oder was beißt und ich so ein Tiefseerochen mit rausziehe. Es gibt sogar eine Statistik, die sagt, dass Frauen 76 Tage ihres Lebens damit verbringen, nach Gegenständen in ihren Handtaschen zu suchen. Ja, das klingt erstmal lang. Man muss aber sagen, Frauen leben im Durchschnitt 5 Jahre länger als Männer. Sind 76 Tage schon drin. Und es gibt auch eine schöne Statistik, Männer sitzen im Durchschnitt 7 Jahre ihres Lebens auf dem Klo. Mein Gott, jeder, was man gern macht, gell? Und ich meine, was ist denn die Alternative zur Handtasche? Dass ich mir alles in die Hosentaschen reinstopfe? Wo man hinschaut, sieht man ausgebeulte Hosentaschen. Handy, Schlüssel, Geldbeutel, Labello, Kopfhörer, Tempo, alles da drin. Leid, ganz ehrlich, das ist nicht schön. Und ich meine, die Lösung ist ja so einfach. Eine Handtasche, auch für Männer. Aber Männerhandtaschen haben immer noch einen furchtbar schlechten Ruf. Als Mann, wenn du etwas transportieren möchtest, dann musst du zu so Alibi-Transportmitteln greifen. Also quasi so, ich habe heute eher einen großen Sack dabei. Da ist ein Hammer und ein Helm drin, weil ich vielleicht was reparieren muss. In Wirklichkeit hat der arme Kerl bloß was braucht, wo er die Lasagne von der letzten Woche quasi mit in die Arbeit nehmen kann. Mein Arbeitskollege zum Beispiel, der hat so ein Alibi-Transportmittel. Der kommt jeden Tag in die Arbeit mit so einem hohen Trekking-Rucksack. Den, wenn ich in der Früh im Aufzug sehe, dann sage ich, Christian, guten Morgen, dreht er sich um, haut mir den Rucksack ins Gesicht, nein, dass ich in der Früh um 8 schon einen Karabinerhaken im Auge habe und ich denke mir, was hat denn der da drin? Dann habe ich mal reingeschaut. Nix. 2 5er EC-Karten, 3 angeschimmelte Tupperdosen mit Lasagne. Aber der arme Kerl hat nichts anderes. Und manche haben ja nicht mal das. Und wenn sie dann doch unterwegs sind und merken, es ist auch unbequem rumzulaufen wie der Balljunge von Wimbledon, dann kommen sie halt doch auf die gute Idee und fragen ein weibliches Wesen, die mit ihnen unterwegs ist und eine Handtasche besitzt, du Schatz, darf ich meine Sachen vielleicht dabei bei dir reintun? Und sie so, ja freilich. Und dann liebe ich solche Kombinationen beim Supermarkt an der Kasse. Hinter ihnen schon eine völlig genervte Schlange. Der Mann an der Kasse ist schon ganz genervt, weil die Frau ihren Geldbeutel sucht. Und der Mann von ihr bekommt so eine Übersprungshandlung und sagt zu allen so, ja, ja, kennen Sie die Geschichte von der Frau und der Sau? Und sie zieht so ihren Kopf aus 11.000 Meter Tiefe hoch, ein Tiefseerochen quer über dem Gesicht hängen und sagt, ja, aber wenn du nicht jahrelang auf dem Klo sitzen würdest, müssten wir nicht jeden zweiten Tag losgehen und Klopapier kaufen. Ich habe jetzt mittlerweile nicht nur meine Sachen und die Sachen meines Mannes in meiner Handtasche, sondern auch noch die Sachen von meinem Sohn. Aber für Kinder macht man ja alles. Und Kinder ändern ja auch irgendwie alles. Ich weiß noch, als ich meinen Sohn, den Josef, bekommen habe, da war alles perfekt. Der Josef war perfekt.
Mit meinem Chef hatte ich geklärt, wie wir es mit der Elternzeit machen, wann ich wieder da bin. Mit meinen Studierenden war es geklärt, wen sie in der Zwischenzeit ansprechen. Meine Familie war damit einverstanden. Und mit meinem Mann hatte ich geklärt, wir teilen es uns ganz gerecht. Wir machen es anders. Wir machen es 50-50. Mein Mann macht Elternzeit nicht nur 4 Wochen, sondern 1 Jahr. Er füttert den Kleinen, wenn ich noch schlafe, und der Alltag macht ihm Spaß. Schreit unser Baby, spuckt und ist krank, sitzt er am Bettchen und hält seine Hand. Das alles kann man, die Zukunft fängt an. Egal ob am Spielplatz oder Baby schwimmen, er hält mir meinen Rücken frei. Er träumt sogar davon, dass wir einen Kita-Platz finden. Wir machen alles zu zweit. Christel macht Karriere, ich mach Windeldienst. Ich lass dir den Vortritt, weil du eh viel mehr verdienst. Das alles kann man, die Zukunft fängt an. 50-50, du und ich auf Augenhöhe. 50-50, große Liebe, gleiche Löhne. Frauen an die Macht, Emanzipation. Kluge Männer haben keine Kluge Angst. Männer haben keine Klischees Angst. Und Rollenbilder, schieß ich auf den Mond. Komm, wir springen übern Tellerrand. 50-50, das wär echt. Disney, Disney, so perfekt, so wie ich. Ich liebe es so sehr. Mein Mann kann. Vielen Dank, Christel Sittenauer, begleitet von Sven Garesch. Dankeschön. Wussten Sie, dass in Paris jedes Jahr gibt es ein Fest und das heißt La Fête du Pain, das Fest vom Brot. Ja, und in diesem Fest gibt es etwas, nämlich einen Preis, ein besonderer Preis. Das heißt le Grand Prix de la Baguette de Tradition Française. Alors ich weiß, hein, wenn ich das auf Französisch sage, das hört sich sofort schön an und so. Das ist aber nicht ich, das ist die französische Sprache. Weißt du, Madame, wenn man Französisch spricht, das hört sich sofort großartig an. Das ist so, das ist die Sprache. Das, wenn ich sage, faire un lavage d'estomac à quelqu'un, dann denkst du gleich, oh, das ist große Literatur und so. Hein. Das heißt, jemand den Magen auspumpen. Hein? Aber auf Französisch, das hört sich geil an. Hein? Das ist wichtig, dass ihr diesen Satz lernt, hein? Falls ihr vor der Reise nach Frankreich ein Fischbrötchen gegessen habt. Hein? Das ist also, le Grand Prix de la Baguette de Tradition Française. Das gibt's nur in Frankreich. Hein? In Deutschland, ihr habt nicht le Prix du Toterfisch im Brötchen. Habt ihr nicht. Das gibt's nur in Frankreich. Und dieser Preis ist nicht irgendwas. Dieser Preis ist ein Prestigepreis. Weil, ben oui, wenn du als Bäcker diesen Preis gewonnen hast, das bedeutet, wow, du machst das beste Baguette von ganz Paris. Und nicht nur das, sondern es gibt auch noch mit dem Preis, wenn du gewinnst, einen Vertrag. Nicht irgendeins. Du darfst dein Baguette 1 Jahr lang in dem Élysée-Palast liefern. Oh, könnt ihr euch vorstellen? Also, alle Bäcker wollen das gewinnen. Tatsächlich, dieses Jahr 166 Bäcker sind angetreten. Ihr müsst euch vorstellen, sind wirklich so 176 Baguettes, die da gebracht worden sind zu dem Jury. Aber, attention, es gibt Vorschriften. Ja, in Frankreich gibt es Vorschriften für viele Dinge, aber niemand hält sich dran, außer für die Baguette. Alors là, die Vorschriften für die Baguette, das nimmt jeder Franzose sehr ernst. Ein Baguette darf nur zwischen 250 und 270 Gramm wiegen, sonst ist es kein Baguette. 50 Länge, 50 bis 55 Zentimeter, sonst kein Baguette. 49 Zentimeter, für uns ist es kein Baguette, das ist ein Brötchen.
176 Baguettes wurden gebracht zum Jury, aber schon sind 54 durch den TÜV durchgefallen. Das, die waren keine richtige Baguette und deshalb wurden die gespendet an die Obdachlosen. Ja? Und die Obdachlosen, die haben gesagt, 49 Zentimeter, nee, tut mir leid, nehme ich nicht an. Deshalb wurden die dann an die Touristen verkauft. Am Ende gab es 122 Baguettes, die antreten durften. Ihr müsst euch so vorstellen, das ist anonym. Das heißt, jedes Baguette hat eine Nummer. Ja? Und das Jury nimmt das Baguette Nummer 111 kostet. Und dann gibt es so ein paar Kommentare, so leicht im Abgang und so. Und dann macht Notizen und so. Und dieses Jahr hat das Baguette Nummer 144 gewonnen. Und dann ist Spannung, man weiß 144 und jeder fragt sich, okay, wer ist das, wer ist der Gewinner dieses Jahr? Ist es vielleicht Jean Durand oder ist es Jacques Dupont? Nein, es war Tarchan Selvaraja. Wie? Tarchan Selvaraja. Alors, selbst wenn ihr in der Schule Latein hattet, könnt ihr euch vorstellen, das ist kein typischer französischer Name. Ja? Und da beginnt eine wunderbare Geschichte. Tarchan oder Tarchan Selvaraja, das ist ein junger Mann, der ist aus Sri Lanka. In Sri Lanka hat er studiert, Jura hat er studiert. Sein Traum, das war Anwalt zu werden, aber irgendwann musste er flüchten. Und er ist in Frankreich gelandet. Als er in Frankreich angekommen ist, hat er schnell verstanden, mein Studium werde ich hier nicht weitermachen können. Ich brauche einen Job. Er hat einen Job gefunden in einer Bäckerei und schnell hat man gesehen, wie der Typ ist richtig gut. Der Typ lernt sehr schnell und nicht nur das, sondern er hat Ideen, wie man es noch besser machen kann. Mit anderen Worten, er hat ein paar Dinge verändert und hat sein Baguette praktisch entwickelt. Und das war ein fantastisches Baguette. So, dass die Verkäuferin von der Bäckerei ihm erzählt hat von Le Grand Prix de la Baguette de Tradition Française. Und sie hat ihm gesagt, du solltest unbedingt kandidieren. Er sagte, non, non, das ist nichts für mich und so. Und doch, solltest du unbedingt machen. Und er hat es gemacht. Und er hat nicht nur kandidiert, sondern er hat auch noch den ersten Preis gewonnen. Ja, Tarchan Selvaraja, der macht das beste Baguette von Paris. Bravo! Super! Es geht weiter mit Horst Evers! Ja, vielen, vielen Dank. Es ist ja nicht so lange her, da saßen wir alle zusammen in der Küche. Die ganze Familie sitzt in der Küche, ne, eigentlich wunderschön, gut und so. Und auf einmal dann, zack, ein Geräusch. Ja, in der Küche. Auf einmal, wie es da manchmal ist, ein Geräusch und alle natürlich schon unruhig denken, wow, was kann das sein? Wieso haben wir auf einmal so ein Geräusch in der Küche? Und niemand wusste aber, was es ist, auch nicht, wo es herkommt. Und so alle schon, oh, bisschen unruhig, jeder guckt natürlich aufs Handy. Nein, das ist es nicht, was ist das? Was haben wir für ein Geräusch hier in der Küche? Wie kann das sein auf einmal? Und auch wirklich schon angespannte Stimmung, weil alle sehr unruhig waren und so, bis auf einmal jemand festgestellt hat, es ist das Festnetz. Ja, doch. Ja, es hatte tatsächlich noch mal jemand auf dem Festnetz angerufen. Und das war ewig nicht mehr passiert. Also, und das war insofern schon auch dann ein bisschen gruselig. Das muss man zugeben. Also, nein, man muss dazu sagen, die Letzten, die wirklich noch ganz regelmäßig bei uns auf dem Festnetz angerufen haben, das waren ja in der Tat meine Eltern gewesen. Ja, und die sind ja nun leider auch vor einiger Zeit jetzt eben gestorben. Und ich meine, dann erschreckt man sich schon, wenn es dann auf einmal klingelt. Na? Also, wo man dann auch denkt, Gott, wie haben sie das jetzt wieder geschafft? Da, boah, du, ich hätte ihnen viel zugetraut, aber das ist Respekt. Also das hat nochmal eine neue Qualität, ne, wo auch alle sofort gesagt haben, ich gehe da nicht ran. Nee, boah. Da geh mal schön du ran. Du kennst sie am besten, du gehst da jetzt ran und so. Und habe ich dann auch gemacht. Und um es vorwegzunehmen, es waren gar nicht meine Eltern. Ja. Ich war auch überrascht. Ich habe noch zweimal nachgefragt, weil ich dachte, vielleicht verstellen Sie die Stimme, die sind so.
Nein, aber Sie waren es wirklich nicht. Es war, wie sich dann gezeigt hat, doch ein Meinungsforschungsinstitut. Ja, ich gehöre zu den wahrscheinlich mittlerweile sehr, sehr, sehr wenigen Menschen nur noch, die wahnsinnig gerne an Meinungsumfragen teilnehmen. Doch, ich finde das super. Das ist eine meiner großen Leidenschaften. Ich fand das schon als Kind immer toll. Ich habe das so gerne gemacht und das habe ich mir bis heute erhalten. Also weil ich auch immer denke, wow, was wollen Sie jetzt wieder wissen, worum geht's und so, oui. Ne? Und dann auch denke, wow, wie haben Sie die Umfrage aufgebaut, was ist Ihre System, Ihre Methodik und so. Also kann man an den Fragen schon erkennen, was Sie für Antworten haben wollen und wenn Sie die Antworten nicht kriegen, wie reagieren Sie dann? Also so und vor allen Dingen, das muss man auch sagen, ich habe auch so viel Meinung. Ja, also das reicht für ganz viele Umfragen. Also ich habe ja die Meinung da. Also ich bin ja teilweise, ganz ehrlich, teilweise Meinung, da bin ich ja froh, wenn ich sie los bin. Also ne, wo ich auch sage, nimmt hin und so. Also insofern freue ich mich schon sehr. Also wenn die anrufen, und da halte ich auch nicht mit in der Berg. Das sage ich denen ganz offen. Da gehe ich ganz offen mit um, auch jetzt in dem Falle. Er hat gesagt, ja, er ruft an vom Meinungsforschungsinstitut so und so. Und ich habe auch sofort gesagt, wow, das finde ich super. Das, oh, wie schön. Oh, da freue ich mich. Das ist toll, dass Sie anrufen. So schön. Ja, gerade dachte ich noch, warum fragt mich nie einer? Aber jetzt geht's los. Jetzt ist richtig eine, hoffentlich ist eine große Umfrage, die ganz lange dauert. Ich habe Zeit. Ja, das, und viele legen dann direkt wieder auf. Ja. Ja, es ist ganz, ganz häufig. Wirklich. Er war sehr gelassen, sehr cool, sehr selbstbewusst. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass er eine besondere Umfrage hatte. Das wusste er auch. Also es war eben so eine Umfrage, das gibt es mittlerweile. Da reicht das gar nicht mehr nur, dass du deine Bereitschaft signalisierst, teilzunehmen. Nein, wenn du das getan hast, dann geht es erstmal richtig los. Dann musst du dich erstmal qualifizieren. Dann guckt er nämlich, ob du überhaupt gut genug bist, um an seiner Umfrage teilzunehmen. Ob das irgendwie, also dann kommen die weiteren Hürden, die er dann aufbaut. Also das dann sowas, meistens ist irgendwas in der Art von Einkommen, Haushaltsgröße, Geschlecht und dergleichen mehr und so. Das war es diesmal aber alles gar nicht. Er hat mich eben gefragt, ob ich denn tatsächlich schon ein Handy mit Gesichtserkennung hätte. Ja. Na, also, weil das bräuchte ich, damit das überhaupt Sinn ergibt, dass ich an dieser Umfrage teilnehme, sonst hat das alles keinen Zweck. Na, und das habe ich ja tatsächlich selbst nach wie vor eben leider nicht, beziehungsweise nutze es nicht und so. Und habe ihm das leider auch direkt gesagt. Also, wo er sagte, ja, dann geht's nicht und so. Und boah, also, wo Freunde auch immer wieder zu mir sagen, was machst du denn? Also, wieso sagst du denn in den Umfragen die Wahrheit? Also, dass du gerne teilnimmst, okay, das kann man einsehen, aber dann die Wahrheit sagen, das macht keiner. Also, du bist doch sonst nicht so naiv. Das ist doch, und das wollen die übrigens auch gar nicht. Ja, denk das nicht. Nee, die rechnen das Lügen mit ein. Wenn du die Wahrheit sagst, verfälschst du das Ergebnis. Ja. Da tust du keinen Gefallen mit deiner ewigen Wahrheitssagerei und so. Und das weiß ich auch alles, dass man es damit nur schwerer macht. Aber trotzdem, oh, denn da hast du im Moment nicht nachgedacht. Das kennen wahrscheinlich viele. Zack, hast wieder die Wahrheit gesagt. Und da dann eben auch, wo er sagte, ja, dann geht's natürlich nicht. Und hab halt gesagt, ja, Sie haben recht. Sie haben völlig recht. Das tut mir auch leid. Ich habe wirklich kein elektrisches Gerät zu Hause, das mit Gesichtserkennung arbeitet. Aber was ich hätte, was vielleicht auch ginge, so als Kompromiss sozusagen, das wäre eben eine Waage mit Gewichtserkennung. Ja, und da ist dann gekippt. Also, nee, ab dann war nichts mehr zu wollen. Also, er hat mich angeschrien durchs Telefon. Also, er hat gebrüllt, hat gesagt, nein, es wird ihm jetzt endgültig zu blöd, er hat keine Lust mehr. Er fühlt sich auch veräppelt, was soll das alles? Ne, er wird dafür sorgen, dass ich nie wieder angerufen werde. Ja, wird er persönlich, er würde nie wieder angerufen. Er wird dafür sorgen, dass alle meine Nummern gelöscht werden. Alles, wird alles komplett gelöscht. Alles, was da rumschwirrt und so, auch alle Mailadressen, wird alles gelöscht. Wird er persönlich versorgen, dass das alles gelöscht wird. Wo man dann natürlich nachdenklich wird. Ne, und auch überlegt, sag mal, kann der das? Also ist das möglich, dass er diese Macht besitzt? Weil das wäre ja gewaltig. Also wenn er das könnte, alles, was da so im Netz rumschwirrt, an Telefonnummern, an Mailadressen und so, ne, und vor allen Dingen, wenn er das tatsächlich kann, kann ich das dann als Gewerbe anmelden? Ja. Weil das wäre ja wahrscheinlich schon für einige interessant. Also ich habe einige Freunde, die würden sich dafür interessieren, wenn das alles mal gelöscht werden würde und so. Und ich meine, das könnte ich ja anbieten, weil ich dann sage, nee, ich setze mich bei euch neben das Festnetz. Ne? Und wenn dann Meinungsforscher anruft, dann lösche ich euch das. Also das kann ich ja. Ne? Ja. Vielen Dank, Horst Evers, bravo. Es geht weiter mit Christel Sittenauer. Vielen Dank.
Ich war letztes Mal mit meinem Sohn im Wohnzimmer und wir spielen so mit Playmobil. Und ich nehme so die blaue Playmobil-Figur, komm daher, nimmt mir die Figur aus der Hand, gibt mir die rote Figur in der Hand. Die hat so ein Kleid an, angedeutete Plastikbrüste, lange Haare, Wimpern und sagt, nein Mama, du bist eine Frau, du musst mit den Frauen spielen, nur ich darf mit den Menschen spielen. Und dann schauen sie so an und sagen so, ja, aber Josef, also Frauen sind doch auch Menschen. Dann lacht er so ein bisschen und schaut mich von unten so an und sagt so, nein, Mama, ich meine die richtigen Menschen, so wie der Papa und ich. Und dann bin ich noch verwirrter und habe mir gedacht, okay, vielleicht kann der einfach das Wort Menschen und Männer vom Wort her nicht unterscheiden. Und da kannst du ihm nicht mal den großen Vorwurf machen. Das ist auf einen indogermanischen Wortstamm zurückzuführen, da fiel das Wort Mensch und Mann auf ein Wort. Anders als das Wort Frau oder Weib. Das ist auch auf einen indogermanischen Wortstamm zurückzuführen und kommt von drehend sich schwingend und soll an die emsig in der Küche umherwirbelnde Hausfrau erinnern. Also habe ich mir gedacht, okay, ich muss einfach klarer, artikulierter mit ihm sprechen. Dann war man am Spielplatz und dann sehe ich, wie eine Frau gerade ihr Kind auf die Schaukel setzt und ich sage, schau Josef, eine Frau, ein Mensch, die gerade ihr Kind, auch ein Mensch, auf die Schaukel setzt. Dann rastet er völlig aus, kommt zu mir, stemmt seine Hände in die Hüften und sagt, nein Mama, Frauen sind keine Menschen. Ihr müsst euch die Blicke am Kinderspielplatz vorstellen. Die einen sind verständnisvoll, die anderen sind tadelnd. Ich gehe heim, ich lese Erziehungsratgeber. Und da steht drin, dass man Aussagen von Kindern immer ernst nehmen muss. Ich nehme das ernst. Ich bin ernsthaft schockiert, dass mein Sohn das glaubt. Und es ist ja nicht so, dass er sich davon irgendwie abbringen lässt. Nein, der ist so darauf, dass ich manchmal das Gefühl habe, der weiß mehr als wir. Und ich habe mir gedacht, Scheiße, was ist, wenn er recht hat? Kinder und Besoffene, sagt man doch gern, sagen immer nur die Wahrheit, will man sie auch nicht hören. Kinder und Besoffene, ja, so sagt man doch gern, sagen immer nur die Wahrheit, will man sie auch nicht hören. Mensch, Mann, Manifest, früher hing die Frau noch in der Rippe fest. Mensch, Mann, Manipulation, man hört nie was von Tochter, nur von Gottes Sohn. Mensch, Mann, Mandarine, seit einem blöden Apfel nur noch Schuld und Sühne. Mensch, Mann, Mandala, laut Genforschung war Eva doch vor Adam da. Scheiße, was ist, wenn er recht hat? 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 Scheiße, was ist, wenn es wirklich so ist? Wenn das Menschsein nur den Mann meint und alle Frauen vergisst, wird dabei nicht übersehen, hier liegt das Problem. Scheiße, was ist, wenn er recht hat? Scheiße, was ist, wenn er recht hat? Scheiße, was ist, wenn er recht hat? Wird dabei nicht übersehen, hier liegt das Problem. Kinder und Besoffene, sagt man doch gern. Mensch, Mann, Maniküre, Urbi, Orbi und die ganzen anderen Schwüre. Mensch, Mann, manchmal, wer kochte damals eigentlich das Abendmahl? Scheiße, was ist, wenn er recht hat? 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 Scheiße, was ist, wenn es wirklich so ist? Wenn das Menschsein nur den Mann meint und alle Frauen vergisst, wird dabei nicht übersehen, hier liegt das Problem. Scheiße, was ist, wenn er recht hat? 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 Was ist, wenn er recht hat? Wird dabei nicht übersehen, hier liegt das Problem. Kinder und Besoffene, sagt man doch gern. Mannerschnitten. Oder Englisch. Mensch, Man, Meningokokken. Mensch, Man, Menstruation. Scheiße, was ist, wenn er recht hat?
Dankeschön. Dankeschön. Et voilà, das ist jetzt schon das Ende von dieser Folge von Alfons und Gäste. Mit dabei waren Horst Evers und Christel Sittenauer, begleitet von Sven Garesch. Bravo, mein Lieber. Das war nach wie vor fantastisch. Bravo, Madame. Bravo, Monsieur. Fantastique.